Dream Tango Ascensions findet ihr für 9,99 € im App Lab Store für die MetaQuest. Ich habe ungefragt einen Key bekommen, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe das Ding schon ein bisschen länger in meiner Bibliothek, ja. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber jetzt habe ich es mir endlich angeschaut. Und was es ist und was es kann, das zeige ich euch natürlich jetzt. Ja Leute, ich bin im Spiel und es beginnt direkt mit einem Intro und das sieht von der Optik okay aus, muss ich sagen. Ist ein schönes Bild, kann man nicht meckern. Schrift, ja, ist auch okay, ne? Kennt man. Standalone, Ganze leider nur in Englisch. Kleiner App-Lab-Titel, den ich ungefragt bekommen habe, den ich auch schon ein bisschen länger habe. Es tut mir leid, dass ich heute erst reinschaue, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, sieht alles ein bisschen, ja, mystisch aus hier. Bin echt jetzt mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Weil ich habe echt keine Ahnung. Irgendwas mit First-Person-Shooter, aber anders, irgendwie so. Schauen wir mal. So. Verstanden habe ich nichts. Ja, das nur am Rande. Aber ihr könnt es euch ja durchlesen. Ihr könnt ja pausieren. Da könnt ihr das alles ganz in Ruhe durchlesen. Und dann versteht ihr auch, worum es geht. Ich verstehe es nicht. Das ist ein bisschen längeres Intro, ne? Aber schöne stimmige Musik dabei. Sehr viel Text. Dream Dimension, Astral Projection, das lese ich so raus, weil das so hervorgehoben wird. Spirit Travelers, okay. Ja, sieht nicht aus wie ein Shooter, ne? Oder wie so ein Kampfspiel, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So auf den ersten Blick. Wirkt mehr wie so eine Meditations-App, ne? Aber es ist ein Spiel auf jeden Fall. Aber es geht noch weiter. Okay. Bin ich das, der da vom Himmel fällt? Muss ich die Welt wieder retten? Wahrscheinlich, vielleicht. Schauen wir mal. Schön durchlesen. Auf jeden Fall wird eine Geschichte erzählt. Wenn auch nicht spektakulär, aber es wird eine erzählen, ne? Okay, jetzt geht's los. Lost, little creature? Okay, ich bin verloren. What are you doing so far away from your body? Weiß ich nicht. Also, ich habe keinen Körper mehr. Okay. You seem to be highly skilled in this. A gifted one. Alas, the memory of who you are eludes you. You shouldn't be here. Geheimnis von hier, ne? What makes you think you are worthy of ascending to the Astral Sanctum? Aber für Apple macht das schon mal einen richtig coolen Eindruck jetzt hier am Anfang, ne? Dream Tango Ascension, ja, das ist das Spiel. So der erste Eindruck erstmal, ne? Habe ich schon echt sehr viel Schlimmeres gesehen im App Lab. So, wir haben hier ein Leaderboard. Wir haben Sound on off und endlich habe ich Hände. Guckt mal, Leute, schön, oder? So, das Ganze habe ich jetzt auch gemacht, um das hier Ganze synchron zu bekommen, weil ich am Anfang keine Hände hatte, also nicht wundern. So, Highscores, New Game, Load Game, Continue. Es gibt keine Einstellungen. So, Rotation, natürlich Smooth. Ach, das sind ja Einstellungen, bin nur doof, ne? Musik on off, mehr könnt ihr nicht machen. Hier haben wir nochmal Celestial Leaderboard, was immer das ist. Und ja, dann machen wir natürlich, kann ich gar nicht anwählen, weil ich noch nicht gespielt habe, ein New Game. So, Select Difficulty. Ich spiele auf Medium. Mal schauen, wie schwer es ist auf Medium. Ansonsten wechsle ich auf Easy. So, Instructions. Okay, das kann man auch relativ gut lesen. Look at your right hand wrist. Your life ring will show your status. Okay, sehe ich. Your health. When taking damage, your life ring will decrease, but your HP is replenished over time. Also, ich tue mich selber heilen über die Zeit. Take cover to restore your energy. Okay, next.
Crystal Shooting. Okay, press the trigger to shoot. Also das kennen wir aus anderen Spielen, ne? But you can't shoot indefinitely. Shooting has a cooldown effect and you have to wait a few seconds before each shooting session. Also ich kann nicht durchknattern, also ich muss das dann ein bisschen taktieren. While on cooldown, hold down the trigger until it fully charges to launch a super shot. Try it. Okay, also ich halte das jetzt als geil, oder? Guck mal, wie das jetzt hier so aufbaut. Also das ist normales Schießen. Oh, das sieht cool aus. Also bis jetzt, also hätte ich schon viel eher reinschauen müssen. Also auch, ne? So, cool. Bis jetzt gefällt es mir, ne? Das Spiel muss natürlich auch noch überzeugen. Wir sind natürlich noch im Tutorial. Teleportation. While in the astral realm, you have to image yourself in a position to astral project. Use the analog stick on your left controller to astral project around in the field. Keep teleporting to stay alive, dodge enemy attacks and buy time in order to restore your HP. Switch between teleportation and locomotion by pressing the Y button. Also, only teleportation will save you from the immediate threats of the astral realms. Try it. Okay. So, Thumbstick. Natürlich drehen. Ach, Y vor Switch, genau. So, und jetzt habe ich geswitcht oder was? Nee, jetzt kann ich mich. Was habe ich gemacht? Achso, jetzt kann ich. Ah, guck mal. So. Drücke ich wieder Y. Jetzt kann ich wieder laufen. Ah, okay. Nochmal Y. Habe ich wieder Teleportation. Okay. Next. So, Sword. Special weapons will respawn in the arena to help you defeat the incoming attacks. Your first weapon is the Asterial Sword. Grab it by holding down the grip button. Wield it against ground enemies and throw it in order to deal increased area damage. Weapons in the Astral Plane are made of metal energy and will respawn in the original position after being used. Try it now. Kann ich das. Ah, guck mal, das highlightet, ne? Okay, das sieht jetzt. Ja, das ist jetzt nicht so super. Muss ich festhalten? Ja, muss ich, okay. So. Okay. Gibt so komische Effekte hier, ne? So wie so ein Schweif. Okay. Haben wir? So. The Aura Disc is one of the most powerful sentient weapons forged by one of the strongest spiritual. Was soll ich damit machen? Grip Release? Kann ich das werfen oder was? Okay. Und dann einfach Release? Wo ist es hingeflogen? Okay, es fliegt einfach so hier rum. Okay. Ah, jetzt haben wir es rausgekriegt, ne? Kommt das jetzt wieder? Tatsächlich. Wo ist er? Okay, jetzt ist er unter mir. Guck mal, er schafft es nicht mehr. Ich habe es wieder mal kaputt gemacht. Ich kriege ja alles kaputt. So. Ein Shield. Das macht man... Ach, da ist er wieder. Guck mal. So, komm mal hier. So. Trigger und Grip gleichzeitig. Und dann gibt es ein Shield. Tatsächlich, auch das sieht sehr cool aus. Und geht sehr gut von der Hand. Okay, das habe ich mir alles gemerkt, wenn ich gleich in die Arena gehe. Power-Ups gibt es auch noch. Some Enemies. Drop to use. Da haben wir ein Power-Up, okay. Ich mache mal hier wieder normal laufen, kann ich besser. So, Shields are unbreakable for the next... So, das ist jetzt unzerbrechlich hier für eine Minute. Okay. Was das? Er blendet aus. Es sieht so aus, als es jetzt losgeht. So, okay, das sieht jetzt nicht mehr so mega knisser aus, muss ich ehrlich sagen. Was ist das denn? Den wollte ich umhauen. Also das zieht mich jetzt so ein bisschen raus, okay. Okay, ich... Aha, I don't dream, I'm Santa Claus. Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Ja, ich habe so ein bisschen meine Erinnerung verloren. Ich bin aber Santa Claus, das passt schon. I'm not afraid, I'm staying here. How did you end up here? How dare you enter the realm of the goddess? Also der Boden spiegelt sich, das sieht relativ cool aus. Der Rest, okay, es ist Applet, ne? So, wieso fliegt denn irgendwas? Wie will man denn da hinkommen? Ist egal. So, mach mal. Kann man loslegen? So, und jetzt? Auch rennen. Okay, wenn ich den Sam drücke, kann ich auch rennen. Er versteckt sich. Soll ich ihn gucken? You are lost here, little creature. Was denn? So, Wave 1. Jetzt hat sich was getan, glaube ich.
Da kommt wer. Oh, der ist aber ein bisschen arg am Flimmern hier. Okay. Wie war das hier mit Schießen? Okay. Wave 2. Ich halte das mal auf. Man sollte auch treffen, ne? Okay, habe ich geschafft. Läuft denn irgendwo einer rum? Weil ich höre was. How did you end up here? Okay, aber es ist so vom Sound her, finde ich das geil, mit der Stimme und so, ne? So, Wave 3. Aber ich kann besser mit links schießen, das ist so. So, lass das mal wieder auf hier. So, das war der dicke Schuss. Ja, direkt zerlegt. Zum Start. Irgendwo muss man aber sagen, ich habe was gehört. Was ist das denn? Einfach verschwunden? Wo ist er? Was ist das denn hier überhaupt? Kann ich das einsammeln? Der verschwindet, guck mal! So, jetzt aber. Nee, das weiß ich nicht, ob man damit was machen kann. Intruder. Was, Intruder? You shouldn't be here. Ach komm. So, Wave 5. Ich treff das nicht. Okay, scheiß. Ach Mann! Mann, der war doch getroffen, oder nicht? Ich habe aber noch dieses Schild, ne? Okay, hier haben wir so ein Schild. Oh Mann. Okay, ich kann nicht mehr schießen. Ma, schon wieder daneben. Ah. Ah, ich treffe das nicht. Also das ist echt nicht einfach. Okay, 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 okay. Ach, der ging wieder voll daneben. Ach, gibt's doch nicht. You have reached Level 2, okay. So. Level gibt's auch. Aber jetzt voll rein. Aber der ist noch nicht kaputt, ne? Kleiner Drecksack. Aber jetzt. So, erledigt. Also es ist schwer zu zielen, das muss ich sagen. Der wird immer unsichtbar, der kleine Drecksack. So, ich habe da einfach jetzt mal so durchgewirbelt hier. Was ist denn da? Kann man irgendwie sichtbar machen hier, die kleinen Blöds? Habe ich geschafft? Trespasser. Okay. Wave 7. Okay, ich hab diesen Cooldown, ne? Das ist. Okay, man macht sie nicht sichtbar, wenn man sie trifft. Ach, Scheiß hier. Boah, selbst der Megaschuss hier hat. So, da ist ein Power-Up. So, Burst, irgendwas. Ist erledigt? Okay, it seems like a sus boss is approaching. Better fight him at a distance. Okay. Da kommt ein Boss. Wo ich das Schwert überhaupt? Ich nehme jetzt hier beide Hände zum Schießen. Da ist der Boss. Oh, der schießt zurück. Da kann man
haben wir noch zwei von die super. Der sieht aber komisch aus. Der sieht aus wie so ein Glibbelmann. Der ging aber jetzt einfach, ne, der Boss. So, ich habe you reached, switched. Keine Ahnung. Oh, das ist cool. Guck mal. Das ist doch sehr geil, oder? Das gefällt mir. Kommst du denn her? So, zack. Okay. Was denn? Wo ist er? You impudent fool. Turn back. Sieht aus wie so ein Oculus-Controller, ne? Der sich da mal spiegelt. Und dreht. Was war das denn für ein Zwerge? Was denn für Zwerge hier? So, Welle 11. Mein Gott, nee. Komische Zwerge hier. Was willst du? Guckt euch mal die Zwerge hier an. Also irgendwie ist es cool, ne? Also wenn man abgesehen von der Optik, also da müsste man echt noch ein bisschen schrauben hier, ne? So am Level-Design an der Optik. Aber so macht das schon irgendwie Laune. Da ist diese Disc, guck mal. So, bin ich sehr gespannt. Ist hier keiner mehr. Ach, da ist noch so ein kleiner hier, guck mal. Ja, du kleiner. So, Welle 12, jetzt bin ich gespannt. Wieder so ein Upgrade hier. Oh, Dream Over, ich habe verloren. Schade. Hier ist auch nicht einfach, ne? Also es gibt so ein bisschen wenig Feedback, finde ich, so beim Kämpfen, ne? So, ich mache jetzt mal Quit Game. Guck mal, wo mich das Ding hinschmeißt. Okay, wieder ins Menü. Ja, ich glaube, das reicht. Ich bin nur auf Platz 23. Ich bin ja gar nicht so schlecht, oder? 6 Minuten jetzt. Ja, ist ein kürzeres Video. Weil zweite Runde muss ich, glaube ich, nicht machen. Ihr seht, man fängt natürlich wieder von vorne an. Beziehungsweise Continue. Weiß nicht, ob man dann wieder bei der Welle anfängt. So, Astral Score. Hier bin ich sogar auf Platz 1. Sehr cool. Komm, wir machen mal Continue. Wir gucken mal, was passiert. Wo er mich reinschmeißt. Das mache ich nochmal ganz, ganz kurz für euch. Ob ihr dann wirklich an Welle 11 weiterspielen dürft. So, das ist wieder die Disc. You impudent fool. Turn back while you can. Ja, Welle 10 fangen wir an. Okay, dann gehe ich mal von aus, 10, 20 fängt man immer wieder an. Bringt ja voll was, die Disc hier. So, es fängt wieder mit den kleinen Mannequins an hier. So, jetzt kommt Welle 11. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen mit der Disc machen. Ach, das ist doch scheiß. So, HP plus 1, okay. Reach Level 5. Ich weiß nicht, was das dann bedeutet, ob ich dann mächtiger werde oder so. Und da kriege ich irgendwie kein Feedback. Hab ich noch so ein, ach, ich habe wieder so ein Klon hier vergessen, so ein Minimann. So, jetzt kamen ja ganz viele, ne? Ach, scheiß hier. Und die werden immer sofort unsichtbar hier. Wie soll ich die denn kriegen? Wo ist denn hier noch einer? Hält mir wieder ein Power-Up? Tot. Wurde nicht einer von getroffen? So, aber jetzt zack, voll rein. Passt. Okay, wo ist meine Disc? Ist weg. Oh. Er traut sich wieder raus. Kleine Kerl.
Ja, ich bin stärker, wie ich aussehe, danke. Das ist nur per Turning Back now, okay. Er holt wieder ab, der kleine Mann. So, wir probieren nochmal das Schwert. Aber es geht gar nicht durch, ne? Doch. Oh, wieder so ein Dicker hier. Aber du warst ja nicht schwer, ne? So, voll getroffen. Oh, jetzt kommen sogar noch Fliegende dabei. Okay, jetzt wird's. Zieht's ein bisschen an. Okay, den haben wir. Ach, Scheiß. Das ist echt schwer zu treffen. Wieso kann ich da nicht drüber schießen? So, den haben wir. Den haben wir auch. Okay. Also ihr könnt dann auf jeden Fall weiterspielen, wenn ihr sterbt. Das ist ja schon mal was. Wieder so ein Dicker. Was ist das hier? Oh. Okay. Was ist denn da? Ist das gut? Okay, ich bin wieder gestorben. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay. Ihr könnt dann auf jeden Fall weiterspielen. Meine Frisbee. Oh, guck mal, jetzt bin ich sogar schon Platz 19 hier. Guck mal, ich werde immer besser. Ja, ist okay. In den 10er kostet das Ding. Wenn man auf sowas steht, warum nicht, ne? Gut, Leute. Ich würde sagen, ihr habt noch ganz, ganz kurz dran. Und ich sage noch ein Fazit, was zum Spiel. Ja, es ist ein Epilab-Titel und der ist gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, 9,99 € und der Start, der war sehr cool mit dem Intro. Das war sehr gut gemacht, also auf jeden Fall optisch. Im Menü habe ich mich auch wohl gefühlt, das war auch alles cool. Wenn man da ein bisschen was rumprobieren konnte mit diesen Kräften, wenn das hier so aufgeleuchtet hat, der Schild, das war alles sehr, sehr cool. Ein bisschen Ernüchterung kam dann im Spiel selber, weil der Level, ja diese Berge und so, das sah jetzt nicht mehr so mega aus. Das hat das Ganze so ein bisschen rausgerissen, ja, aus dem guten ersten Eindruck. Der Boden, der hat geglänzt, das war wieder sehr, sehr cool. Also ich würde mir wünschen, dass man jetzt hier bei diesen, ja, Level-Umgebungen nochmal so ein bisschen Hand anlegt, das Ganze nochmal ein bisschen poliert, dass sich das so in das Gesamtgefüge, ja, einfügt, dass das dann zusammenpasst, ja. Das Schießen, mega Bock schwer, habt ihr gesehen. Mit dem Zielen, diese Kräfte, ne? Das Schwert, das ist okay, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Feedback. Ja, und die Frisbee, die habe ich durch die Gegend geschmissen, die flog dann irgendwie da rum, ne? Irgendwie habe ich da keine Kontrolle drüber gekriegt, aber es macht irgendwie Spaß, muss ich sagen. Die Atmosphäre ist sehr, sehr cool, die Musik passt, dann die Sprachausgabe dazu, ne? Wenn diese, ja, diese geheimnisvolle Stimme da irgendwas sagt nach jeder Welle und so, das macht schon Laune, also so ist es nicht schlecht. Aber wie gesagt, grafisch, optisch, an so ein paar Ecken hier und da müsste man noch mal ein bisschen schrauben und das Ding noch mal so ein bisschen polieren. Dann wäre das ein richtig tolles 9,99 € Epilab-Spiel. Okay, Leute, eure Meinung zu Dream Tango. Kanntet ihr das schon? Ja, nein? Mögt ihr sowas? Dann schreibt das gerne mal alles hier in die Kommentare. Werde ich mir natürlich alles durchlesen, wisst ihr, und natürlich auch beantworten. Ganz zum Schluss wie immer die Einladung auf unseren Discord-Server. Der Link zu unserem Discord natürlich in der Videobeschreibung unten zu finden. Joint gerne. Eine große, chillige VR-Community wartet auf euch. Wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Solltet ihr euch das kaufen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.